Oh, Lucy? Ja? Weißt du, was jetzt kommt? Nein. Jetzt kommt das Evangelium. Ja. Genau. Und oh, da müssen wir den Jesus nämlich begrüßen. Weil das Evangelium, da hören wir Geschichten vom Jesus. Die werden jetzt da dann gleich vorgelesen. Und dann ist Jesus ganz fest bei uns da. Und da müssen wir ihn doch vorher begrüßen. Ja, genau. So. So kann man begrüßen. Ja. Aber man kann auch ganz anders begrüßen. Mhm. So wie die Großen das immer machen. Wie? So. Ah, ja. So. Oh. So. Das kann ich auch. Och, Nikolosi, vielleicht doch lieber anders. Anders. Ein Clown in der Kirche ist ganz wichtig. Weil in der Kirche geht es eigentlich, nicht nur eigentlich, in der Kirche geht es auch um Freude. Und wenn Lachen und Freude in die Kirche wieder einzieht, ich finde das wunderschön, weil das einfach dem Christlichen entspricht. Freude, Fröhlichkeit und Kirche, finde ich, passt sehr gut zusammen. Unser Glaube ist frohe Botschaft für alle. Oh, oh. Nikolosi, komm, es ist so spät. Ja, die warten schon alle auf uns. Ja, bin ich doch da, so kommen. Clown bin ich nicht direkt geworden, sondern ich habe eigentlich mein Lachen gesucht. Ich habe gemerkt, ich lache immer weniger als Erwachsener, und dann habe ich ein Seminar gemacht, die Kraft des Lachens, und dabei habe ich dann meinen Clown entdeckt. Man kann Clown lernen, es gibt eine richtige Ausbildung, da lernt man viel Technik und man lernt auch viel über sich selber, und das ist das Tolle. Und je mehr ich über mich selber lerne und merke, dass ich humorvolle, clownvolle Seiten habe und das rausholen kann, von daher kann man Clown lernen. Und das andere ist, man braucht eigentlich nur sein Herz aufmachen. Dann kann man Clown sein. Und vielleicht eine rote Nase. Nikolosi, komm! Ja, Janine. Jetzt kommt die Predigt. Die mag ich immer so gern. Ja, machen wir es ein bisschen langweilig. Oh, Nikolosi! Aber ich hab was dabei. Weißt du, was ich in der Sakristei gefunden habe? Oh. Die hat der Herr Pfarrer versteckt. Ja, oder die Ministranten. Meinst du vielleicht, dass wir miteinander springen können? Immer, ja. Vielleicht weiter unten? Ja, ja. Ja, ganz vorsichtig. Ach du. Oh. Ist auch was mit. Dankeschön. Hopp, so. Die Kinder sind manchmal am Anfang ein bisschen, ich glaube, die Kleinen, die schauen erst mal, was ist da los, weil Kirche ist ja eher ernst. Aber wenn man die mal hat, wenn man ein bisschen einen Zugang hat, dann ist ein Lachen da, ist eine Freude, dann sind die wirklich Kind, dann gibt es nichts Einengendes mehr. Und die Erwachsenen, das ist auch ganz toll. Weil da haben wir schon viel Erfahrung, dass die hinterher gesagt haben, boah, das war auch was für uns. Und das ist natürlich toll, wenn man auch die ansprechen kann in so einem ernsten Rahmen wie Kirche. Oh, es ist so spät. Ja. Herr Pfarrer, jetzt haben wir keine Zeit mehr für die Predigt. Besonders bewegt hat mich, dass sich diese fröhliche, frohmachende Stimmung so von den Clowns sich auf die ganze Gottesdienstgemeinde übertragen hat. Also nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern. Sie sind einfach mitgegangen, waren dabei. Und das, glaube ich, war für alle ein schöner Gottesdienst und ein besonderes Erlebnis heute am Fasching. Ich fand die Clowns toll. Ich fand die Luftballons klasse. Beim Fasching hat das richtig gepasst, dass Nikolausi und Clownini haben heute mitgemacht. Ich fand, es war eine sehr schöne Gelegenheit, dass die Kinder mal auf sehr kindgerechte Weise erklärt gekriegt haben, wie der Gottesdienst läuft, was die einzelnen Elemente bedeuten. Ich fand den Gottesdienst sehr cool, weil ich gehe nicht so oft in die Kirche, aber das hat sich sehr gelohnt, heute herzukommen. 4, 8, 10, 11. Guten Gott, danke schön, wenn wir uns nach Hause. Und man merkt die Leute einfach in den Augen an, wenn die aus dem Gottesdienst rausgehen. Und wenn die das sehen, dann sagen, ja, das war's.